Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen heute aus der Patient Null Kampagne die Mission Die Quelle und das hier ist eine Neuaufnahme nur des Anfangs, also sobald das Intro der Mission kommt, ist alles original, aber der Sound war sowas von im Arsch einfach hier von der Planung. Für heute, Spoiler, wir haben es geschafft, der tödliche Scharfschütze, die durchdringende Kunst, ein Übersetzungsfehler, es wäre netter gewesen, wenn man das als Durchdringung der Kunst oder Kunstdurchdringung oder irgend sowas übersetzt hätte, weil man halt hier durchschießen muss durch dieses Kunstwerk und nicht die Kunst irgendwas durchdringt. Man könnte natürlich argumentieren, jo, der Hitman, wenn der Scharfschützengewehr benutzt, ist auch Kunst, aber so, und dann zwei Fliegen mit einem Scharfschützengewehr. Das Ganze lässt sich leider nur, ich habe es wirklich versucht, über eine halbe Stunde lang auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar länger, habe ich versucht, das Ganze ohne Instinkt zu lösen und es lässt sich aber leider nur mit Instinkt lösen. Deswegen Instinkt für diese Mission an. Ich werde den Instinkt aber nur hier an dieser einen Stelle benutzen, sonst für gar nichts. Und ja, das sind also die Sachen. Das heißt, wir sollen Olbeck, Nabazov und wie heißt sie? Keine Ahnung, Schwester, irgendwas. Aus der Penthouse Suite gegenüber erschießen, uns dabei nicht erwischen lassen und so weiter und so fort. Und die Planung dafür sieht so aus, dass wir die Krugermeier 22 mitnehmen, den Einwegüberbrücker und die ICA-Münze für hervorragende Leistung. Yay. Sommeranzug mit Handschuhen tragen wir. Wir starten natürlich an der Vorderterrasse und als Schmuggelobjekt. Und das ist eine wichtige Sache, weil wir halt durch eine Wand durchschießen müssen. Kommt nur ein Gewehr dafür in Frage, nämlich dieses Symbol hier. Die Jäger 7 Lancer ist das einzige Scharfschützengewehr mit diesem Symbol und verräterischerweise heißt es schon durchdringend. Also da zumindest ein Hinweis, vielleicht noch eine mögliche Erklärung, warum man das mit durchdringende Kunst übersetzt hat, ne? Als Hinweis, man muss durch eine Wand schießen. Also die Jäger 7 Lancer nehmen wir auf jeden Fall noch mit und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Welcome to Bangkok. The exhibition should be easy enough to locate, but there are a number of VIPs staying at the hotel, and you should expect them to visit the exhibition along with their security entourages. Good hunting, 47. Ja, da haben wir ihn, den Instinkt. Hervorragend. Ja, finde ich schade, dass man dabei halt wirklich darauf angewiesen ist, auf so eine Spielmechanik, die ich zumindest nicht benutze. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ob die The Liberation Cult has installed itself in the southwest penthouse wing. Name's Tobias. And the exhibition is open to hotel guests. You should be able to acquire your targets there. Proceed at your discretion. Please follow me. I hope you'll enjoy your stay. Jojo. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da draußen doch einige gibt, die auf diese Mechanik verzichten, weil sie einfach ein bisschen mehr Herausforderungen haben wollen. So, was wir also brauchen, ist ein Kostüm, mit dem wir Zugang bekommen und eine Waffe offen tragen dürfen. Und hier, oh, haut das Timing sehr gut hin. Wir locken uns einfach einen von den beiden hier rum. Das ist das am einfachsten zu beschaffende Uniformkostüm-Dingsbums. Glaube ich, dass es gibt, ne? Weil hier ist gleich eine Versteckmöglichkeit. Da ist weit und breit niemand anderes. Wenn die Frau halt weg sind und der Hotelangestellte. So, und dann kann man den Mann nämlich hier in Ruhe in diesen Container werfen. Wir nehmen die Waffe mit und die Münze. Verkleiden uns einmal. Und sind jetzt hoffentlich einigermaßen unauffällig. Ich werde mich gerade nicht um Kameras kümmern. Beim tödlichen Scharfschützen ist es ja so, man darf komplett nicht gesehen werden von Kameras oder die Aufnahmen löschen. Und ich werde die Kameras ignorieren, werde mich ruhig von dem Film lassen, keine Ahnung, weil ich euch dann nämlich gleich zeigen muss, quasi, wo man
die Beweise löschen. So, wir gehen hier raus. Ne, wir gehen nicht hier raus. Hier ist nämlich das gesichert und ich glaube aber auf der anderen Seite die Tür ist ungesichert, oder? Wenn die jetzt natürlich beide gesichert sind, dann ist das egal. Ne, hier die Tür ist ungesichert. Und ja, wir dürfen hier sein. Perfekt. So, dann müssen wir hier auf der Seite auch eine ungesicherte Tür erwischen. Sehr schön. Und dann, ich weiß gar nicht, wurden wir jetzt aufgenommen irgendwo? Guck mal, da ist eine Kamera. Von der könnte man sich aufnehmen lassen. Hier ist auch eine, von der werden wir bestimmt aufgenommen. Ja. So, und hier ist die Sicherheitszentrale. Da ist gar kein Schild außen dran. Okay, hi. So, die ist da hoffentlich beschäftigt. So, hier gleich mal gucken. Die Getränkedose nehmen wir uns gleich mit. Und dann warten wir, bis er sich umdreht. Ungefähr so. Und klauen uns hier den Generalschlüssel. Nö, ich denke gar nicht dran. Ach, den Knopf, da hätte ich den Knopf, sage ich schon. Den Knüppel hätte ich gleich mal mitnehmen können. Aber vielleicht brauchen wir den auch gar nicht. So, er guckt in unsere Richtung. Das ist ein bisschen blöd. Und hier ist die Kugameier wirklich absolut von Vorteil. Nee, lass das mal nicht machen. Lass mal lieber die Dose dahinter werfen. So, dann hier aus der Deckung raus. Schnell die Kugameier ziehen. Waffe wieder einstecken. Hier wieder in Deckung gehen. Gucken, in welche Richtung er schaut. Er guckt weg von uns. Das heißt, wir können hier aufstehen, rausrennen. Und dann noch eine Etage höher müssen wir. Wir sollen das Ganze ja von der Penthouse-Suite erledigen. So, hier sind wir auch unauffällig. Und dann müssen wir hier auf diese Seite, denke ich. Ja, genau. Das hier ist das Zimmer, ne? Bei Jordan Cross haben wir das Ganze ja schon mal gesehen. So, können wir uns dann hier quasi verstecken? Ich guck mal gerade mit Instinkt darüber. Ah, okay, die sind gerade oben. So, lasst mal schauen. Kann ich von hier aus... Ne, das hier ist die falsche Stelle, wie es aussieht. Das Problem ist halt, hier sind überall Leute. Ich weiß nicht, wie cool das ist. Ja, ne, hier müssen wir hin. Da war auch gerade die Dame da hinten. Ja, ich hoffe, ich werde hier nicht gesehen irgendwie. So, unsere Ziele sind da oben. Und wir sollen ja hier von dieser Position aus schießen, auf jeden Fall durch diese Wand da drüben. Das kann ich in der Herausforderung auch nochmal zeigen. Ja, hier, ab, da. Das ist genau die Wand mit dem Buffet. Die rauchende Küchenangestellte da. Ups. Ja, also das ist genau hier. Da sieht man auch das Buffet mit den Gläsern. Hier sind wir also genau richtig. Wir müssen nur gucken. Hier hinter uns putzt jemand, da hinten wischt jemand. Die gucken beide nicht in unsere Richtung. Also sie ist hier tatsächlich die größte Gefahr. Ja, und dann warte ich jetzt einfach, würde ich vorschlagen. Und da die sich gerade beide nicht bewegen, werde ich einfach einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also da muss man echt, echt sehr geduldig sein. Und ich habe festgestellt, man kann den Instinkt ja echt beliebig lange benutzen. Das ist ja wirklich vollkommen, wie soll ich sagen, übertrieben. So, die beiden stehen voreinander. Ich hoffe, die Raucherin geht weg. Oder schaut zumindest mal woanders hin. Sehr gut. All targets eliminated, 47. So, ich werfe das hier mal weg. Contract complete.
Da muss ich mal gucken, wie ich hier rauskomme. Ja, da hinten ist schon jemand, der ist ein bisschen nervös. Hier ist die Küche. Okay, der ist zum Glück nicht so nervös. War das ein unbemerkter Kill? Ich habe oben nur Schusswaffen. Tötung gesehen. Ich hoffe, das haut hin. So, wo will ich überhaupt hinlaufen? Wo will ich hinlaufen? Wahrscheinlich zum Boot. Ja, wir haben nur die beiden Ausgänge. Okay, gut, dann halt zum Boot. Wie komme ich am schnellsten hin hier runter? Oh oh, Alarm. So, ich hoffe, das hat hingehauen. Ich weiß es nicht genau. Irgendjemand war da hinter uns, der uns beinahe gesehen hätte. That's peculiar. I just saw a spike in traffic from the hotel's network. Looks like a series of automatically dispatched messages. Aber wir werden nicht gejagt, ne? Von daher müsste der Kill unbemerkt sein. Sonst hätten die ja gesagt, oh, das war jemand in einer Uniform, in der Sicherheitsdienstuniform. Und da wir relativ unbehelligt rausgekommen sind, müsste eigentlich alles hingehauen haben, denke ich mir. So, wir gucken mal. Fegefeuer, innerer Kreis, okay, durchdringende Kunst, zwei Fliegen mit einem Scharfschützengewehr und der tödliche Scharfschütze. Ich weiß nicht, warum uns das hier nochmal angezeigt wird, ehrlich gesagt. Das haben wir schon beim letzten Mal gemacht. Ja, aber wir haben es geschafft. Es geht also wirklich so, wie dieses Bild hier suggeriert, nur mit Instinkt, leider, diese Mission. Und wartet einfach, bis diese Dame hier, die Raucherin, weg ist. Ne? Ihr habt da Zeit auf jeden Fall und ihr braucht auf jeden Fall die Jäger 7 Lancer. Ansonsten braucht ihr wirklich nicht viel. Eine Schlüsselkarte halt, irgendwie einen Überbrücker, um in den Sicherheitsraum zu kommen, oder ihr schießt halt alle Kameras ab, an denen ihr vorbei müsst. Das geht auch, wenn ihr die Krugermeier habt, oder die Silverballer geht auch zur Not, oder die anfangsschallgedämpfte Waffe, das passt schon alles. Aber ich denke, das ist die sicherste Methode, so wie ich es gerade gezeigt habe. Da ist mit den Kameras alles total egal und so weiter und so fort. Und um das Putzpersonal in eurer Stellung, da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen. Die stehen alle mit dem Rücken zu euch, offensichtlich. Schön, haben wir geschafft. Sehr gut, alle Kills unbemerkt. Nein, keine Körper gefunden. Wäre schwierig gewesen. Ja, das war's dann also für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann den Autor auf möglichst kreative Art und Weise umbringen. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.